Das stimmt schon. So, meine lieben Leute, willkommen zurück. Das ist ja auch so ein Anfang, der mir gar nicht Freude bereitet. Ich mach kurz meine Webcam. Hä? Ach, ich hab mein Mikrofon aus, aber statt Webcam aus, ist ja auch übersmart. Dann könnt ihr gerne schauen. Da kann ich lesen. Ich kann doch lesen. Ich hab's halt gerade echt nur überflogen, aber. Aber das Call war, dass Drain schwächer gemacht werden sollen. Da stimme ich zu. Scheiß ihn da mal mit einfach. Hat Blend schon wieder Krieger? Ich kenne niemanden, der so viel Krieger spielt wie Blend. Das ist unfassbar. Das ist doch unglaublich. That's unbelievable, mate. My friend. I'm from Britain. Ja, so also ähnlich. Ich finde, das hat sich authentisch angehört, aber kann man sich jetzt drüber streiten wahrscheinlich. Es gibt genau ein Gold mit der Komp. Scheiße. Falle, das ist echt eine Falle. Was für Relikts? Hab schon Relikts gezeigt. Nochmal auf. So können wir das machen. Dann möchte ich im Zweifel den noch. Hier sind Krieger, die können Blend. Tega, wie kann man so ein Mensch sein? Ja, die geht immer automatisch zu, die Scheiße. Nervt mich doch selber, dass die immer zugeht. Wieso muss eigentlich genau er in die Gegner reinspringen? Ich muss ihn seitlich erstellen. Ich glaube, wenn der nicht in die Gegner reingesprungen wäre, ich das gewonnen mit den Blitzen. Den kill ich noch. Oh, ein, zwei Lucky Crits. Ah, nix. Aber der bekommt ein Lucky Schild. Das heißt, Goblins wäre es die Runde eh nicht geworden. Ich wollte nur sagen, warum ich nachgefragt habe. So, jetzt waren die Relikte aber lang genug zu sehen. Oh, langsam kommt dieses Sonnenlicht hier rein. Das ist vom. Warte mal, geht mein anderes Licht wieder? Ohne zu flackern. Hey, das Flackern hat aufgehört, ohne Witz. Es ergibt keinen Sinn, dass es jetzt random nicht mehr flackert, dieses Licht. Ja, gut, von der Beleuchtung ändert es aber auch nicht so viel ab, wenn wir ehrlich sind. Wie Sonnenlicht. Das ist halt scheiße für die Cam. Jetzt ist halt meine eine Seite so hell und die andere so dunkel. Sieht ja nicht so gut aus. Aber ich habe jetzt auch keinen Bock, den Roller runter zu machen. Da hocke ich im Dunkeln. Nur mit den Lichtern ist auch ungeil. Ich glaube, es stört es nicht so stark, oder? Ich bin halt hier ein bisschen dunkler auf der Seite. Von hier kommt das Sonnenlicht von der Seite noch rein. Ja, ich glaube, das passt schon. Ihr seid da eh nicht so pingelig zum Glück. Wir hatten viel, viel früher viel schlechtere Qualitäten. Da ist das echt. Echt in Ordnung. Pech im Paraden, Alter. Das heißt, es ist immer gefährlich, wenn man die ganze Zeit nichts hochzieht. Und dann irgendwann Runde Dings kommt hier. Runde 10. Losing Streak habe ich auch noch nichts.
Wir haben jetzt mal ein paar geschmeidige Blitze. Aber der erste war direkt ein Blitz, der erste Hit. Zweiter Hibbits, nochmal einen dritten, dann kill ich ein bisschen was. Okay, nee. Dann kill ich aber nur ihn hier unten noch mit der Ult. Oh nein! Ah, okay. Immerhin nur zwei Schaden. Ich meine, ich habe eine Losing Streak. Wenn ich jetzt noch ein Ding ziehen würde für Losing Streak, noch ein Orakel mal. Könnte ich damit leben. Oder wir ziehen es beide Assassins mal hoch. Den Slug und den. Ich meine, Ben hat ja auch schon alle seine Loster-Krieger alle hochgezogen. Das muss ja bei uns auch machbar sein. Kann nicht sein, dass er nur alles zieht. Oder etwa doch. DJ sieht noch. Warte mal, spielt der Dingens? Oh. Er hat einen anderen Plan, er will Harpy spielen. Oh, das gewinne ich, glaube ich, vielleicht sogar. Ah, ne, doch nicht. Ich habe mir zu viel Hoffnung gehabt. Wobei, der lebt ja auch noch. Der ist erst gekommen. Eigentlich ist es gut, wenn ich es verliere, bald knapp wieder. Auf jeden Fall verliere ich es. Ach, der geht auf den falschen. Was hat er nochmal auf den gehittet sogar? Er hätte Dornbreaker killen können, dann hat er sich aber entschieden, auf Willow zu gehen. Und als Willow-Lover hat er sich entschieden, nochmal zu switchen auf den Brewmaster. Kann man so ein Opfer sein. Hey, da ist Meepo. Ne, wir können das jetzt nicht zu krass abusen und jetzt immer auf die Strat gehen. Das ist auch zu lame. Aber das sind, der ist der Blend mit seiner Wand. Ja, wenn ich Glück habe, kriege ich einen. Oh, Doppelblitz direkt hinterher, Alter. Alter, dreimal Blitz schon. Oh, ich kriege alles außer die Großen vielleicht sogar. Wenn Morphin die Ult schafft, kill ich alles. Von den Kleinen. Ah, sehr schön. Nochmal zwei Schaden gespart. Vier Schaden insgesamt. Also vom Damage, wir haben Losing Streak, aber wir haben immer nur wenig Schaden bekommen. Wir sind noch 86%. Deswegen sage ich, so schlecht ist es gerade gar nicht, vielleicht. Ich baue schon mal auf dem Morphin die Blitze um. Weil der wird Fernkämpfer sein, der wird nicht gestunt. Trotzdem wird Runde 10 Katastrophe werden damit. Ich muss Level up gehen, eigentlich safe schon. Am besten wäre es einen Tiny hochzuziehen für einen Element und für einen Tank. Ach nö, ich habe alles nur low gemacht. Das war das erste Mal so schon viel Schaden. Hat dort jetzt eigentlich einen Drop bekommen oder wieder nicht? Ich muss hoffentlich irgendwie reichen jetzt. Oder wir switchen das auf Elfen und zwei Fernkämpfer lieber dazu. Wir machen die zwei raus. So hat er Tankiness. Durch Elfenbach, wir haben zwei Fernkämpfer, die nicht gestunt werden. Hoffentlich bekommen wir einen Stun, der ist auch Fernkämpfer mit seinen Blitzen. Könnte minimal stärker sein als der Assassin Crit. Und er wird auf jeden Fall bis zum Ende in Ruhe gelassen. Na gut, wenn wir den Stun noch einmal ziehen. Auf jeden Fall gereicht, okay. And our victory is certain. There's a price on all their heads. Prepare for Dark Wreath Rising. It's good to be king. Ich habe die Los leider alle nicht hochgezogen. Das war ein bisschen ätzend. Was machst du? Greeden. Nennt man sowas im Fachjargon. Ich nehme gleich den hier.
Okay, jetzt ein Level hat er mich auf 0 Golden, dann chill ich mit Magic Seed bis Runde 20 mein restliches Leben. Ich hätte nur noch gerne den Bounty Hunter hochgezogen halt. Oh, warum mit 10 Gold? Ich muss den ein bisschen investieren. Ja gut, inzwischen ist es eigentlich egal. Es gibt eher, aber den einen halte ich auf jeden Fall. Den kann ich auch einmal durchswitchen noch ansonsten gleich. Investments müssen sich auszahlen, Leute. Das ist alles berechnet. Naja, schade, dass ich halt den Bounty und den Spirit Breaker. Ich hatte den Spirit Breaker doppelt, habe alles gerollt für einen Spirit Breaker. Hab keinen einzigen Spirit Breaker gezogen. Das ist ein bisschen lästig. Aber es hätte ja auch viel früher kommen können. Eigentlich habe ich mit gerechnet, dass ich die zwei relativ schnell bekomme. Da hat mir jeweils nur einer gefehlt. Dann Level abgehe und dann alles reinstellen und dann die Turn-Ups nehmen. Aber die Bank wurde irgendwie immer voller mit Assassins. Voller und voller. Jetzt switche ich gleich den Breaker dann einfach gegen. Nee, ich habe mich nicht verrechnet. Alles gut. Kein Stress. Gut, aber eigentlich will ich den Spirit Breaker nachher auch spielen. Na gut, das könnte ich auch nachher noch reinmachen. Im Zweifel lösche ich den Spirit Breaker, falls jetzt eine Phantom oder ein Ricky kommt und switcht das schon mal. Zumindest bin ich jetzt stark. Ja, aber es war nicht smart. Wir müssen nicht drüber reden, dass es nicht smart war. Selten so schlechte Shopped gehabt. Shopped gehabt. Warte mal, ist aber ein Beatbox, sehe ich. Wo kommt denn dieses Beatboxen her? Ich habe keine Ahnung, seit wenn ich Beatboxen in meine Skills aufgenommen habe. Reiz, um gegen Krieger bestehen zu können, das sind 6er leider schon. Ich habe aber zweimal Magic-Schaden, auch noch die Blitze. Könnte mit Glück reichen. Ne? Sieht zwar sehr gut aus gerade. Morphin kommt raus, kommt nochmal er raus hier. Oh, der muss nochmal raus. Das Endgame war nochmal wichtig. Hätte das, glaube ich, nicht gereicht. Man nennt mich auch den Spielverderber. Hey Dudorino, was wird das hier für ein Quatsch? Was ist das jetzt für eine Story, die du mir erzählen willst vom Schaf? Was soll denn diese Bank hier werden? Boah, da sehe ich schon wieder schwarz, wenn ich die Bank sehe. Ich kann jetzt auch nicht einfach Assassin auch aufbauen. Es spielen zwei Leute schon Assassins und er baut die auf der Bank auf. Nur vorübergehend. Kannst du mal aufhören, mir vorübergehend meine Units zu klauen, die ich gerne ziehen würde? Das wäre sehr nett. Dieses Sound von Brewmaster ist so penetrant, finde ich. Auf mein Feld gewinne ich eh, ich komme auf Dorinos Feld, weil das finde ich gerade interessanter. Meins sollte sowieso reichen. Aber Dorino sein Feld. Gut. Muss halt ein bisschen Glück haben mit den Dings, mit den Monks im Zweifel. Aber der Mangel King, der macht das eigentlich in Distanz allein schon, glaube ich. Ja, easy. Moment. Ich dachte kurz, das ist spannend. Manguartus.
die Rolls des Todes. Ich muss schon wieder irgendwie einen Warlock mit. Gedroppt sogar, habe ich nie mitbekommen. Ich beobachte die Situation gerade einfach mal noch. Überleg mir. Wolfhazard hat nicht mal ein Dismiss. Geht jetzt wieder Level. Durino hält das Zeug halt immer noch. Das heißt, ich brauche nicht rollen. Late Game und noch irgendwas. Jetzt kommen 20 auf der Fahne noch leben. Auch schon langsam um. Die Frage ist halt, wenn Wohlfahrer das aber durchzieht, dass er auch die spielt, dann ergibt es schon keinen Sinn für mich, die zu spielen. Ich bräuchte vom Wohlfahrer mal einen Korb, der vorhat, das zu spielen. Weil dann committet ist nämlich eben, um seinen, das vor ihm wegzuziehen. So ein Ding ist das. Ne, wenn wir das beide spielen, verkacken wir beide. Also entweder ziehen wir jetzt beide durch oder eine gibt nach. Wir haben die gleiche Situation, dass wir Gold haben und die Turn-Ups und damit quasi nachgeben könnten oder halt nicht, je nachdem. Werde ich nicht tun, solange es sich vermeiden lässt. Was werde ich jetzt nicht tun? Durchziehen oder? Ich werde spielen. Ich überlege halt, ob ich selber, also ob ich jetzt switchen soll oder nicht halt. Wir könnten jetzt auch alles in ein Level investieren, die Turn-Ups dann noch nehmen für ein Level. Dann versuchen einen Switch zu machen into Dragons oder into Schamanen-Zeugs. Für den Wolfhard ist jetzt schon mal interessant, ich glaube das würde ich sogar tendieren, weil ich habe einen Sandkin, der sehr stark ist. Aber er hat dafür halt noch eine Unit mehr und den Dings, den Element-Buff, der ihm helfen wird. Das reicht nicht, dann ist mein Streak gegen ihn weg. Mindestens nicht viel Schaden. Genau, das war deine Idee. Okay, dann musst du jetzt entscheiden. Ziehst du deine Idee durch? Oder ziehst du Assassins durch? Ich mach dann das andere. Ich brauch den jetzt Call, aber jetzt. Meine Streak eh verloren. Ich kann eigentlich den Fan schon mal reinmachen. I need the call. Ich auf Level spiele was Anständiges. Kein Koop hier. Hey, das ist kein Koop. Wir haben nur uns besprochen wegen der Zukunftslage. Das, ihr wisst schon. War ein wichtiges Gespräch auf jeden Fall. Das war ein wichtiges Gespräch zwischen uns. Was natürlich nichts mit Koop zu tun hat. Bitte verstehen Sie mich da nicht falsch. Oh, Bounty is training, das ist ein guter Call. Das ist mal ein Call, der hilfreich war. Ich habe noch gar nicht gewohnt, dass Bounty in Draini ist. Bounty in Draini ist. Dann brauche ich den nicht mehr auf den Hoch zu ziehen. Kam ewig, nicht, hat mich ewig hängen lassen, der Kollege. Viper juckt mich nicht, ehrlich gesagt, in der Comp. Viper ist leider echt für mich gestorben mit der alten Ult jetzt wieder zurück. Kommt ja selten vor.
Die Dinger sehen richtig groß aus. 8, 8, 6, 8, 8, 6, 9. Ja, ist okay, glaube ich. Ist auf jeden Fall im Schnitt, würde ich sagen. Ohne es zu wissen, einfach nur vom Gefühl. Sollte auf jeden Fall reichen, Runde 20 zu gewinnen. Danach ziehe ich die hoch. Ich hoffe es halt einfach hart auf die Family Discount. Es wäre halt so viel wert. Sehr gut. Dann halte ich auch die Turn-Ups eine Runde weniger, als ich hätte machen können vielleicht. Aber ich will lieber jetzt schon gleich rollen und stärker werden. Pangolia habe ich glaube ich auch noch keinen Platz großartig jetzt zusammen. Scheiß drauf, hätte ich wieder günstiger kaufen können. Ach fuck, zu langsam die eine Unit runterzustellen. Weil ich wenig benutze. Ich muss weiter rollen. Gut, habe ich auch Platz zum Rollen, das ist sehr gut. Ich habe eh keine Winning Streak gerade. Jetzt zumindest keine Streak, die ich durchverliere oder so. Hast du gesehen, dass die Körner auf 10 war? Nö, aber die war auf 9 davor, also kann gut sein, dass die auf 10 war. Ich hätte sogar noch mal länger wachsen können, oder? Oh, dann trainiere ich den gleich erstmal für eine Zeit, glaube ich. Muss ein bisschen langsam machen. Ich habe auch keinen guten Lifestyle auch. Ja, Graphite, ich glaub dir natürlich immer alles. Vertrau dir blind. So, macht der Dudorino eigentlich noch die Frechtagsaktion? Nee, wer war das, der mir vor meine Dinger geklaut hat, meine Assassins? Also Wohlfahrt hat den Switch schon so halb durchgezogen inzwischen. Und wer hat denn noch Assassins auf der Bank die ganze Zeit? Du brauchst mir gar nichts und brauchst mir genauso viel. Das ist korrekt. Wieso kommt denn der Pangolier so gerade? Ich habe schon einen liegen lassen. Lol, ich bin Level 6. Warum kommen denn 5 Pangoliers innerhalb von ein paar Rolls? Hätte ich den einen nicht liegen gelassen, hätte er die ganze Zeit geblockt. Ich habe durch den einen liegen lassen, habe ich immer einen neuen gezogen. Das war genau die Strat. Mann, ich gönne mir gleich so lecker Spinat mit Nudeln. Ich hatte so Bock drauf. Das wird gleich ein Fein. Mit welcher Tastenkombination machst du das? Minus clear, Enter, Schrägstrich und dann nur C. Und dann hast du automatisch diesen Befehl aktiviert, das hat mir übrigens auch Graphite wieder mal gezeigt. Dann kannst du automatisch einfach Enter drücken und dann kommt, warte, ich hab verkackt. C, Enter und dann steht clear schon im Chat und nochmal Enter. Also einfach nur Schrägstrich, C, Enter, Enter, dann hast du dieses geklärtes Zeug. Fuck, warte mal, ich wollte jetzt rollen eigentlich schon. Warte mal, jetzt kann ich nochmal chillen, jetzt, dann chill ich doch nochmal, okay, dann mal. Jetzt habe ich schon zu viel Zeit gewastet, auch um jetzt runter zu rollen komplett. Man kann auch nur minus clear schreiben, das geht auch, aber dann steht da im Chat drin und so hast du es halt mit Schrägstrich. Theoretisch kann man sogar Schrägstrich Enter Enter nur machen, sehe ich gerade, weil da ist direkt oben das clear bei mir zumindest. Da müssen wir nicht mal C schreiben. Ich hab Kopf geworfen. Mit minus clear sieht man immer noch das clear. Jo, richtig. Bitte sehr. Da konnte ich wieder mein über Jahres angehäuftes Wissen einsetzen, um den Zuschauern zu helfen. Das mir selbst angeeignete Wissen, ohne Hilfe anderer Zuschauer. Tick, 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 tick.
Hey, Wohlfahrt, wieso killst du mich jetzt mit der Comp, die ich dir vorgeschlagen habe? Ganz guten Peak gerade. Was ist los mit dir heute? Ach, manchmal muss man einfach ein bisschen ärgern, das gehört dazu. Katastrophenrolls. Katastrophenrolls. Gib mir einen Sand King. Oder Morphling. Oder beides. Sollten wir platztechnisch keine Probleme mehr haben. Haben schon mal den Kollegen hochgezogen. Ich hätte noch gerne einen Fischi-Fisch für den V-Phantom. Expecto Patronum. Attack Speed oder nehmen wir Desolator und dann verbauen, versuchen wir das Ding in so einen Fisch zu verbauen, weil dann habe ich minus 10 Rüstung. Und kann das Ding versuchen in so einen Fisch zu verbauen. Außerdem macht Blenderich wieder den Krieger-Move, da ist minus Rüstung eigentlich ganz gut. Komm, nehmen wir den. The Veiled Sisters sent me. Many thanks. Attack Speed haben wir eh drauf und das ist nochmal ein Fischi. Sehr schön, das ist eine gute Comp. Das ist eine sehr gute Phantom schon jetzt. Wenn die auf 3 kommt gleich, habe ich schon mal ordentlich Zunder im Zunderregal. Oder wie man das auch immer nennt. Boah, Wulfard habe ich nicht nochmal erwischt. Der hat jetzt die Level 3er schon teilweise. Oder okay, einen. Aber er hat auch schon die Tauren-Schamanen. Hat immer noch Echo und hat sogar Elite-Recruiter. Das wird fett bei ihm. Boah, mit seiner PA ewige Liebe. Er ist auch sehr stark einfach. Spielt näher. Spielt Rainy Warlock. Wild. Keine Heal-Items. Das ist ärgerlich. So, wir werden jetzt kurz einmal Stress rollen. Ich will jetzt mein Zeug fertig haben. Zu 53%, wenn ich damit jetzt ins Finale gehen könnte, wäre das ganz nice. Versuche ich mal nochmal zumindest schon mal den einen mitzunehmen. Den, wie heißt denn der Tauren-Typ? Der kleine nochmal. Spiritbreaker hier, okay, jetzt kann ich richtig rollen. Der Pangolier, Alter. Das war nochmal ein guter Roll zum Schluss. Das war nochmal ein wichtiger Roll. Davor lief es ehrlich gesagt nicht so gut. Na gut, jetzt müssen wir sparen und auf Level trotzdem gehen. Das bringt ja alles nichts. Geil. Runde 35 kommt Havoc, Hovak. Ich muss mir irgendwann echt anhalten, wie man das nennt. Havoc heißt das. Havoc? Havoc? Wie spricht man das aus, Schatzis? Dota-Experten. Ey, das Licht fängt wieder an zu flackern. Wieso flackern denn diese Leuchten? Ich kann mir keine neuen Leuchten leisten. Die müssen halten bis zum Ende meiner Streaming-Karriere. Einmal flackert die ein bisschen. Man sieht es in der Kamera wenigstens nicht. Und die Nurin hat auch Schaman. Der Dodarins geht auch Schaman, aber deutlich weniger Leben. Dort nichts, was man überlassen muss, er hat heute Sachen probiert immerhin.
Er hat nicht den Einheitsbrei gespielt, auch jetzt mit den Draenei gerade noch. Hat letzte Runde auch irgendwas probiert, glaube ich. Und in der ersten Runde hat er die Elfen gezockt, wie er halt immer gerne spielt. Und hat damit, glaube ich, auch. Hat er gewonnen oder wurde er Zweiter? Ich glaube, gewonnen. Ah, nee, das war die Runde, wo er am Ende noch so kassiert hat, glaube ich, ne? Das war, wo ich Zweiter wurde, dann mit Dings. Wie heißen sie denn? Fatzles, oder wie man sie ausspricht. Fatzles! Ah, ist unlucky. Finde ich cool, dass wir hier die Dinger haben noch, die Harpy. Aber auch nicht optimal, fehlen die ganzen Dreier auch. Das heißt, die müssen eigentlich ein Snaggy-Snack sein. Timezone Doom gefällt mir nicht. Lol. Wieso gibst du dem auch Agar? Kannst ja runternehmen, wenn es dir nicht gefällt. Ist ja kein Problem, dann ist er wieder weg. Ach, gefällt mir, hast du geschrieben. Oh, sorry. Hab nichts gesagt. Heelboots wollte ich. Ne, die Heelboots sind immer nice. Also in Goblins versuche ich auch immer auf. Ich versuche in Goblins immer auf Heelboots zu gehen und dann beim Dreier versuche ich immer auf den Heal mit Mage Resistance zu gehen. Und wenn du das hast in Goblins Draenei, ist das schon mal die halbe Miete. Mit der allen auf 3 und Draenei dazu und dann die Heelboots und das Healing, was auch Mage Resistance gibt. Ich weiß ja, den Pipe. Dann die Goblin Heals dazu und dann noch 4er Warlocks im Endeffekt auf Level 10. Dann bist du so brutal healy und tanky. Und das noch die Mage Resistance so ein bisschen dazu zumindest, auch wenn die immer so spät triggert leider erst. So eine Streak holen würde ich nicht nein sagen. Digga, wo sind seine Items? Hat er keine Items? Bin ich dumm? Er hat einen Unsichtbaren irgendwo stehen, oder? Ja, okay, hier ist ein Primal Beast. Lol. Junge. Ich dachte gerade, was geht denn jetzt ab? Mein Game spielt jeder im Early Game Goblins, kommt nie dazu, die zu sammeln. Ja, Goblins bekomme ich auch recht selten hin. Ich spiele ja manchmal gegen Cloud-Player und da kannst du ja jede kommen so gut ziehen, wie du willst, weil keiner andere ja mitspielt. Und dann spiele ich eigentlich immer Goblins, also was immer, ich spiele ja sehr oft Goblins. Weil es einfach Spaß macht, so entspannt eine Runde Goblins zu spielen, macht immer Bock. Die sind so befriedigend, die auf 3 zu rollen, auch alle schnell. Ach, wenn man mit seinen scheiß Kriegern am Schluss geht. Wobei, Ben will keine Chance mit seinen Kriegern haben gegen die Teil hier. Wie kann das sein, dass er auf 0 Gold gerollt hat? Wahrscheinlich mit seinem. Also, der ist auf Level 10 gegangen, aber auch noch. Ich hätte echt gedacht, dass er jetzt zu dem Zeitpunkt schon Disruptor und Arcworn alle auf Level Up hat, dachte ich mir, safe. Hat die Tauren. Nee. Er hat eigentlich alles perfekt, er hat sogar die Zentaur noch dazu, die Zweier. Hier hat es gut, also nur kein Gold mehr. Nee, da bekommt man keinen. Du kannst bei Cloud Players kannst du gar nicht gewinnen, Dortex. Du spielst quasi bis Runde 70 und ab Runde 70 spielst du gegen dich selber. Und dann bist du meistens in Runde 70, 71, 72 bist du irgendwann raus, weil irgendwann. Du bist ja eh auf 1% dann nur noch, weil halbiert wird auf 1% runter. Und dann hast du irgendwann, ne? Wenn du halt immer gegen dich selber spielst, dann verlierst du ja irgendwann. Das ist ja immer eine 50-50 dann quasi. Das heißt, du kannst bis 170 quasi spielen. Also außer du stirbst halt vorher gegen irgendwelche anderen Spieler, die das auch gespielt haben. Aber prinzipiell bis 170, wenn du ein OP-starkes Team aufgebaut hast,
Und dann verlierst du irgendwie nicht selber. Nie Cloud gespielt, da die Frage. Ja, alles gut. Daher die Erklärung auch. Das ist mir dann lieber nochmal so. Zwei Level 1 hat anstattdessen, aber dafür noch den Tauren. Ich weiß gar nicht, ob das Wurf ist. Bin mir nicht mehr so 100% sicher. Die bekomme ich nachher noch irgendwann hoch, hoffentlich. Noch nie davon gehört. Du musst eine Lobby aufmachen. Du musst quasi hier Lobbyliste, neue angepasste Lobby drücken. Da machst du eine Lobby einfach auf, wo du ein Passwort reinmachst, erstellen. Und dann bist du allein in der Lobby drin. Dann startest du einfach unten. Solange du allein in der Lobby drin bist, weil du hast dann Passwort, da kann kein anderer reinscheuen, machst du dann auf Spiel starten, drückst du unten dann. Und dann kommst du in die Lobby rein, in der nur du drin bist. Und dann spielst du gegen irgendwelche anderen Spieler quasi, die auch mal irgendwann nur alleine in der Lobby drin waren. Spielst da gegen den hier runter. Du kannst auch einstellen, einfach, mittel, schwer. Wobei ich da bisher noch nicht keinen Unterschied gemerkt habe zwischen der Schwierigkeit wirklich von den Runden irgendwie. Also bevor, wenn du dann in der Lobby im Ding drinne bist, kannst du quasi einfach, mittel und schwer auswählen, noch bevor die Runde startet dann. Aber wie gesagt, im Endeffekt einfach nur Spielehalle, Lobbyliste, neue Lobby erstellen, dann machst du irgendein Passwort, erstellen und dann bist du alleine in 1 von 8 drin, dann musst du einfach alleine starten quasi, ohne anderen Spieler. Ist ganz entspannt, da kannst du auch jederzeit rausscheuen wieder, weil da ist ja quasi kein Rank, du spielst gegen keine anderen Leute dann und du kannst auch einfach jederzeit da wieder rausgehen, das ist halt das Coole daran. Das mache ich halt vor allem oft mal abends, wenn ich nebenher mit irgendwie im Discord laber oder wenn ich halt nebenher ein Video schaue, beziehungsweise wenn ich weiß, es kann sein, ich habe jetzt irgendwie, der Kleine schläft, ich habe jetzt, vielleicht habe ich eine Stunde Zeit zu zocken, vielleicht habe ich nur 10 Minuten Zeit. Das heißt, dann kann ich auch jederzeit da wieder rausliefen und oder die einfach im Hintergrund laufen lassen und alle paar Minuten einmal reinschauen und ein bisschen was machen. Weil das spielt dann halt keine normalen Runden, wenn ich halt halb AFK sein muss. Nachdem man das spielt, dann spielt man gegen Bots. Ja, du bist alleine in der Runde auch drin dann quasi. Ja, du spielst quasi gegen die Runden, die irgendwer anderes mal gespielt hat. Auch in der Cloud-Runde halt. Oder ich weiß nicht, ob das nur in Cloud-Runden sind oder aus normalen Runden irgendwelche Runden genommen werden. Aber die Gegnerfelder, gegen die du spielst, sind Bot-Felder. Aber irgendwer hat diese Felder auch mal so gespielt. Ist aber wirklich ganz cool. Da kann man auch mal so Sachen wie Humans mal grinden vielleicht, weil die ersten 20 Runden sind eigentlich über easy. Wenn du da irgendwie early auf Humans kommst und so, kannst du auch mal echt gut Level schaffen oder doch mal irgendwie mit Max was probieren vielleicht. Aber irgendwann später, ab Runde 25, 30, werden die dann auch richtig stark, die Gegnerfelder meistens. Hallo Jan, moin moin. Servus Jan. Wunderschönen guten Tag. Wäre auch nice. Ich will jetzt eigentlich was anderes haben, aber ich habe halt zumindest ihn hier, da wäre es nicht ganz so wichtig. Assassin. Mach doch nicht den Move. Many thanks. Das reicht nicht ganz gegen die Krieger, so wie es aussieht. Es fehlt mir echt ein, so ein scheiß Assassin. Ich kann den Bounty auch nicht ziehen. Ich muss eigentlich fast auf Slark hoffen jetzt, oder? Ich muss halt wirklich auf Slark hoffen. Ja, warte mal, ich hab das doch. Wieso dachte ich hab das nicht? Bin ich eigentlich verblöd oder bin ich blöd?
Jo, bis dann. Dir auch einen schönen Feiertag noch. Ciao, ciao. Dir auch noch einen schönen Feiertag, mein Freund. Viel hat macht das, glaube ich schon. Boah, aber der Doom hat schon hart gedrückt, vor allem mit der Ult auch wieder. Junge, mein Windows-Hintergrund hat sich zum zweiten Mal geändert jetzt. Ich habe mich gerade voll erschrocken. Es hat sich gerade wieder mein Windows-Hintergrund geändert einfach. Der ändert sich einfach jede Stunde einmal. Wie kann ich das denn umstellen? Ich habe es nicht mal eingestellt. Mann, ich habe es nicht eingestellt. Muss ich irgendwie Anzeigeeinstellungen. Digga, gib mir sowas auf den Sack. Ich habe es nie eingestellt, dass ich es haben wollte. Ich glaube, Anzeigeeinstellung ist, glaube ich, falsch. Rechtsklick. So, was ist denn Ansicht? Nee. Warte doch. Nee, der ist um Symbole anzeigen. Anpassen, glaube ich, einfach. Hatte nicht so offensichtlich im Power-System so Personalisierung. Hintergrund. Hintergrundpersonalisierung Windows Spotlight. Windows Spotlight ist, dass es sich ändert wahrscheinlich, oder wie? Dia Show, Windows Spotlight habe ich ausgewählt. Volltonfarbe oder Bild? Ich mach mal Bild einfach nur. Hey, mein altes Bild ist wieder drin. Ich glaube, das ist mein altes Bild sogar. Ne, das ist schon ein anderes Bild. Egal, ich lasse es bei dem Bild jetzt einfach. Ich bin ein Rentner. Guck mal, wie stark alle sind. Hätte ich mal was anderes gemacht. Ich lasse jetzt einfach das Bild drin. Hauptsache, das ändert sich nicht mehr die ganze Zeit, die Scheiße. Jedes Mal bekomme ich einen halben Herzinfarkt. Hatte ich Tage nach einem Update auch. Ja, wieso stellt man denn sowas automatisch um? Die wollten mal flexen mit ihren coolen Hintergründen, die haben. Ja, ich hoffe, es bleibt es bei dem Hintergrund. Aber im Laptop habe ich noch kein Update in dem Fall gehabt. Weil im Laptop, wie gesagt, habe ich das nicht. Da habe ich meinen normalen Hintergrund drin. Kein Gegner in die Runde. Ich hätte echt gerne nochmal die Chance gehabt, nochmal extra XP zu bekommen, vielleicht. Er hat halt immer noch nicht seine. Das Ding hochgezogen ist trotzdem saustark schon. Wenn er die zwei Dinger hochzieht, ist vorbei für uns. Fast clean, fast nicht auf dem Desktop drauf. Mich kickt dann immer der innere Monk. Ach so, hab immer schwarzen Hintergrund. Digga, wenn du meinen Hintergrund sehen würdest, würdest du ausrasten. Also mein Hintergrund nicht, aber meine Ordnung vom Desktop ist so schlimm. Das ist Katastrophe, das ist alles vollgemüllt. Also das Witzige ist, mein Handy, meine Apps habe ich immer voll ordentlich. Am Handy habe ich meine Apps immer richtig ordentlich sortiert, so. Auch nach Kategorien und alles, aber am PC irgendwie nicht. Ich hasse es, wenn hier drin noch geschrieben wird. Ich könnte jedes Mal ausrasten, ne?
Time's pendulum stops. Who needs legs when you got wings? Dafür brauche ich doch nochmal das Abyssal Blade. Oder ich brauche die drei Attack-Speed-Sachen. Dann sage ich scheiß auf Attack-Speed. Ich lebe eh durch meine One-Hit-Dinger mit Desolator. Oder ich baue einen Desolator. Aber wenn ich einen Desolator verbaue, ist es halt auch eine gewisse Gefahr. Gerade gegen Blenderich. Alles Fragen über Fragen. Steam, Battle.net und Papier.com, er findet es bei mir nicht. Ja, okay. Bei mir findest du auf zwei Bildschirmen verteilt mindestens 60 Sachen oder sowas. Ich habe jetzt nur den linken Bildschirm, rechts habe ich halt das Game gerade laufen. Aber links habe ich, ich habe einen Ordner mit Sound, aber drumherum habe ich ganz viele Lieder und Sounds, die ich in den Ordner reingemacht habe. Da habe ich einen Ordner mit Musikstream, aber ganz viel drin Musikstream. Background YouTube habe ich noch irgendwas, dann habe ich irgendwelche alten Panels von Rocket noch von der Partnerschaft. Da muss ich das kurz hochleveln hier noch übrigens. Ich glaube, ich warte jetzt einfach mal ganz kurz und packe einfach hier alles außer den Kleinen hier drauf und warte, ob es Leute sterben, bevor ich was verbaue. Also zumindest bis Greedy mal noch irgendwann stirbt. Dann habe ich irgendwelches Video noch, dann habe ich mit Emotes einen Ordner, mit Abzeichen, habe ich drumherum, habe ich aber irgendwelche Emotes, die nicht im Ordner drin sind, habe ich Emotes Kopie noch mal in Ordner, dann irgendwelche Bilder, die Bilder von Patrick, die er mal gemalt hat, ein Bild, was glaube ich mal, wer hat das gemalt damals? Ich glaube Blue Button, ne? Ein Counter-Strike, ein Bild von Counter-Strike, was ich mal, also vom Schriftzug von Counter-Strike, vom Logo, was ich mal für ein Thumbnail benutzt habe. Das ist schon mein linker Bereich jetzt. Und rechts habe ich die ganzen anderen Sachen und so noch drauf. Jetzt kann ich es aber nicht sehen, den rechten, weil ich jetzt wieder mein Spiel überlaufen habe gerade. Aber mein Bildschirm ist katastroph. Kann du Greedy jetzt mal sterben vielleicht? Weil ich muss langsam mal All-In gehen für meine Items. Der Wohlfahrer macht mir am meisten Stress sogar. Boah, ich habe zumindest Top 3 geschafft noch. Nochmal gute Items bekommen. Scheiße, mache ich jetzt ein Vierer-Item dann? Ja, wollte ich eh machen, ne? Dreimal Moch bekommen. Und Moch bekommen. Warte mal, hat er dann noch die Ricky-Fähigkeit? Dann ist halt unsichtbar, was bringt es mir aber? Großartig, eigentlich gar nichts. Magic Resistance. Ist das scheiße. Ich werde niemals noch zwei Runden überleben. Wenn ich Pech habe, komme ich direkt wieder gegen Wolfer Krieg und gegen Blend ran. Gegen den könnte ich gewinnen und überleben. Wenn ich Glück habe, fliegt er halt gegen Wolfer da raus, aber Blend ist auch nicht so schwach. Aber diese Schamanen-Sachen sind da brutal. Ich bin inzwischen einen noch auf zwei gezogen auch. Das sind aber irgendwie nur 25 oder so. Oh, sind sogar, genau auf 1% habe ich Kill ja Blend wiederum. Also ich kill ja Blend, aber die Frage ist, sterbe ich vor gegen Wolffather, ist die Frage aller Fragen. Das ist natürlich belastend, dass dein Kollege nicht kommt. Warte mal, damit gebe ich einen Tauren-Buff dann auf. Ist auch nicht so smart. Ja, die kommt, wenn die rauskommt, ist schon nice. Vor allem gegen Blend ist die nice, wenn die einmal rauskommt. Und hier gibt es mir auch ein bisschen Zeit. Komm, Korb einmal. Hier kam sie nicht raus. Ich lasse mich Blend zuerst killen. Ich habe Blend zuerst gekillt, sehr schön. Das hat für einen zweiten Platz gereicht. Wieder meine Phantom Carry. Aber dass wir wirklich uns abgesprochen haben und zumindest der erste und zweiter geworden sind, auch wenn die Late Comp von dir stärker war, aber zumindest haben wir beide, hätten wir beide durchgezogen. Mit einer Comp von beiden hätten wir beide verkackt, sage ich. Aber krass, guck mal, was der für eine Comp gerade hat. Alle drei Schamanen, der war bestimmt auch ein Dings, ein Druide, glaube ich, die Runde hat alle auf drei gehabt. Dann, liebe Zuschauer, lassen Sie gerne ein Like dafür, diese wundervolle, wundervolle Runde. Ich bin eigentlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut's rein.